Während parallel in Dublin das Spiel um den begehrten zweiten Platz entschieden wird, Irland gegen Armenien, ein Endspiel. Trapattonis 4-4-2-Regel gegen die Holländer Osteuropas, die 11 Tore in den letzten 3 Qualifikationsspielen erzielt haben. Und sie müssen gewinnen. Und sie tun was dafür. Marcos Pizzelli, gebürtiger Brasilianer, und Henrik Mkhitaryan, der schon 5 der 21 armenischen Tore in der Qualifikation erzielt hat. Irland fast klassisch englisch. Torwart Shay Given. Kevin Doyle gewinnt das Kopfballduell. Simon Cox beschäftigt die Innenverteidiger. Wieder Doyle. Und Berezovski, 37 Jahre alt, der Torhüter der Armenier, ein verlässlicher Rückhalt. Und wenig später im Zentrum einer folgenschweren Schiedsrichterentscheidung. Simon Fox. Berezovski außerhalb des Strafraums mit den Händen am Ball. Schiedsrichter Eduardo González reagiert sofort. Berezovski wird vom Platz gestellt. Ein Fehler, denn Cox nimmt hier mit dem rechten Arm den Ball an. Nicht zu sehen für das Schiedsrichtergespann, die nur sehen, was danach passiert ist. Und entsprechend die Reaktion, Berezovski muss vom Platz. Der anschließende Freistoß. Aidan McGeady, mittlerweile Arsen Petrosian im Tor der Armenier. Irland mit einem Mann mehr auf dem Feld spielt nun clever über die Flügel, schafft Räume. Damien Duff. Jetzt am Ball. Kevin Doyle versucht es besonders schick und in seinem Rücken geschieht das Unfassbare. Valeri Alexayan staubt für ihn ab. Irland führt nach 42 Minuten 1:0. In Zeiten von Bestechungsskandalen und Wettbetrügereien stimmt ein solches Eigentor besonders nachdenklich. Armenien sichtlich beeindruckt vom Geschehen. Auch der neue Torwart riskiert hier einen Platzverweis. Er rutscht außerhalb seines Strafraums, den Ball fest im Griff. Nur gelb. Die Fans zur Halbzeit glücklich über die Führung. Für die Tore aus eigener Kraft ist ein anderer zuständig. Robbie Keane, 5-mal erfolgreich. Hier sitzt er leider verletzt. Zweite Hälfte. Haira Petian. Pizzelli. Movsisian, wenn sie schnell und direkt spielen, dann hat Irland Probleme, trotz eines Spielers mehr. Die Iren überzeugen aber nicht nur durch Kampfkraft. Unter Trapattoni ist ihr Stil variabler geworden. Keith Andrews. Andrews, und das war nah am 2:0. Die Wiederholung macht es deutlich. 59 Minuten mittlerweile gespielt. Irland kontrolliert das Spiel. Mit Kevin Doyle. Aidan McGeady trickst sich zur Flanke. Petrosian hält nicht fest. Richard Dunne 2:0. Wieder kurios in der Entstehung. Doyle verpasst Petrosian, ist überrascht. Dann stolpert in die Flanke. So geht's halt auch. Aber Armenien steht nach wie vor für die höhere fußballerische Kunst. Movsisian, Gazarian, wieder Movsisian, Mkhitaryan. Nach 62 Minuten meldet sich Armenien als Gegner zurück. 1:2, weil das irische Mittelfeld zu sorglos war. Keith Andrews zu weit weg. Henrik Mkhitaryan mit seinem 6. Tor in der Qualifikation. Als die letzten 10 Minuten anbrechen, folgt ein weiteres Kuriosum. Doyle, zuvor gelb verwarnt, nimmt hier den Ellbogen zum Luftkampf zu Hilfe. Schiedsrichter González bleibt keine Wahl. Gelb-rot. 10 gegen 10. Irland ohne Stürmer. Und Armenien läuft die Zeit davon. Mkhitaryan eingewechselt, Given rettet, ein schmeichelhaftes 2:1. Irland ist damit Gruppenzweiter und in den Playoffs gesetzt. Das erhöht natürlich die Chance auf die EM-Teilnahme.